Braucht die Säge und das Messer hier was? Okay, das wackelt. Warum wackelt das jetzt hier? Ja, es passiert was. Ich denke mal, Weihnachten bin ich durch. Richtig rein. Geht der Scheiß hier gar nicht mehr auf, oder was? Nee, oder? Na, jetzt geht's ja los hier. Hey Leute, ich bin's Fritz, du bist auf meinem Zweitkanal angelangt. Fritz meinige Gear, auf dem es nur um das Thema Ausrüstung geht. Kleiner Tipp, bis zum Ende dranbleiben. Es gibt wie immer ein Giveaway am Ende. Diesmal natürlich ein Survival-Klappspaten für euch da draußen zu gewinnen. Ich habe vorsichtshalber oben wieder Werbevideo eingeblendet und ihr kennt das schon, in der Videobeschreibung und im ersten angepinnten Kommentar ist wieder die Ausrüstungsliste aus dem ganzen Video verlinkt, wenn ihr mal genau nachschauen will. Das ist der aktuell günstigste Survival-Klappspaten, den ich auf Amazon gefunden habe. Wichtig, der Spaten musste wieder mindestens 10 Bewertungen haben und über 4 Sterne. Geliefert wird der Spaten in einer praktischen Hülle. Hinten kann man das Ganze auch, wenn man will, an den Gürtel anmachen. Kleine Trageschlaufe und oben ist das Ganze mit Klett fixiert. Der Druck vom Logo sieht auf jeden Fall ziemlich billig aus. Aber was interessiert uns das Logo da drauf? Wir wollen ja gucken, ob der was taugt. Durch die großen Schlaufen an der Seite sollte jeder Gürtel durchpassen. Also die Tasche erfüllt schon mal den Zweck, wenn man sie am Gürtel tragen will. Die Schlaufen sind gut und mehrfach vernäht. Wirkt sehr robust und auch die ganze Hülle ist nicht aus so einem Nylongewebe, sondern es wirkt eher wie so ein ja, dickerer Jeansstoff, sage ich mal. Also auf jeden Fall deutlich angenehmer als diese normalen billigen Nylonscheiben, die man sonst so kennt. Wenn man jetzt unterwegs ist und sich ein Lager aufbaut, kann man die Schlaufe nutzen, einfach über so einen toten Ast drüber machen und somit liegt die Ausrüstung nicht auf dem Boden. Genug über die Tasche geredet, was ist denn eigentlich drin? Einmal das Schaufelelement, ein Griffstück, ein Mittelsteg und noch eine kleine Anleitung. Das ist der Schaufelkopf. Kann man aufklappen. Hier haben wir ein Stellrad dran, um das Ganze zu fixieren, wie wir es bei anderen Klappspaten auch kennen. Und so könnte man das Ganze schon als kleine Schaufel nehmen. Wir haben aber mehrere Positionen bzw. auch noch eine Hacke auf der anderen Seite. Wenn wir also die Schaufel umklappen, haben wir auf der anderen Seite ja, so eine kleine Spitze. Die können wir zum Beispiel auch so ausklappen wie die Schaufel. Ja, ist wie so eine Hacke, um den Boden aufzulockern. In der kurzen Variante kommen wir jetzt natürlich blöd an den Griff ran und können das Ganze vermutlich nicht wirklich nutzen. Wieder aufschrauben. Wir können die Schaufel auch im 90-Grad-Winkel fixieren. Ja, hier oben sieht man es. Da ist nämlich so eine Platte, wo das Ganze festgemacht wird. Und jetzt kann man die Hacke gut nutzen oder auch für etwas Gröberes, auch zum Schaben, vielleicht von der Rille, die Schaufelfläche. Hier an der Seite haben wir einen Flaschenöffner, eine angebliche Säge, bin ich sehr auf den Test gespannt. Und hier ringsrum ist die Schaufel angeschliffen. Also wir könnten das Ganze eventuell auch als Axt benutzen. Das ist der Mittelsteg und hier drin haben wir auch noch was. Mal rausschrauben. Hier haben wir eine Säge dran, die wirkt schon mal deutlich besser und auch ja, ein kleines Messer. Und hier vorne nochmal eine Spitze, also könnte man das Ganze vielleicht sogar als Speer benutzen. Das war ja so in das Mittelstück eingeschraubt. Wir können das Ganze jetzt umdrehen und hier reinschrauben. Jetzt haben wir hier einen guten großen Griff und können auf jeden Fall ordentlich mitarbeiten. So jedenfalls die Theorie. Und als letztes haben wir noch das Endstück. Das hat wieder einen gummierten Griff. Auch hier ist wieder was reingeschraubt. Das ist eine kleine Signalpfeife. Könnte man auch hier jetzt wieder andersrum reinschrauben. Ergibt für mich aber eigentlich keinen Sinn, weil die können wir auch direkt so benutzen. Auf der Rückseite haben wir einen Druckpunktverstärker. Den kann man auch rausschrauben. Und den kann man als Glasbrecher nutzen oder natürlich auch zur Selbstverteidigung vielleicht. Was mir jetzt noch eingefallen ist, wir können das Ganze auch als Behälter nutzen. Wir haben hier die Pfeife dran als Deckel, hier unten den Druckpunktverstärker als Deckel. Und somit können wir das Ganze aufschrauben und hier zum Beispiel Zunder reinmachen, einen Feuerstahl, einen Angelkit oder noch ganz andere Sachen, die wir vielleicht für den ja, Survival-Bereich nutzen wollen. Um den Spaten wirklich effektiv zu nutzen, schrauben wir alles mal zusammen. Man kann dabei dieses Sägenelement sogar draußen lassen. Und zuschrauben und dann hinten noch das Griffstück ran. Ist auf jeden Fall schon mal vom Hebe her deutlich länger als ein Klappspaten, aber die Schaufelfläche ist kleiner. Wenn wir jetzt die Schaufelfläche umklappen und diese ja, Spitzhacke, nenne ich sie einfach mal, in den 90-Grad-Winkel bringen und das festschrauben, können wir jetzt hier unten anfassen, die Schaufel stört nicht mehr und jetzt ordentlich loshacken. Ich würde sagen, genug Theorie, beginnen wir endlich mal mit den Praxistests. Wenn wir hier schon angeschärfte Seiten haben, dann müssen wir natürlich auch ein bisschen was entasten können.
klingt irgendwie billig. Und ich glaube, es ist auch mehr gebrochen, als dass es geschnitten ist. Können wir damit was durchhacken? Also hier kriege ich gar nichts mit durchgehackt, nicht mal irgendwas Kleines. Also maximal vielleicht ein bisschen die Rinde abgeschabt. Ja, mit hier vielleicht eine Wurstfingerstärke. Absolute Katastrophe. Also den Hacktest bzw. die Schneide an der Seite können wir komplett vergessen. Das Einzige, was wir hiermit vielleicht durchkriegen, ist ein Grashalm mit viel Schwung. Testen wir die angebliche Säge. Na nee, ist klar. Ach Leute, das ist doch Schrott. Also ihr seht's, irgendwie passiert da ein bisschen was, aber mit Sägen hat das so richtig nichts zu tun. Ja, ist nett gemeint, aber funktioniert auch nicht wirklich. Hier sieht man es auch, das ist nicht mal richtig angeschliffen. Hier geht auch die Farbe ab dann natürlich. Aber wir haben hier drin noch die andere Säge und das andere Messer versteckt. Flaschenöffner an einem Survival-Spaten. Ich bin ganz ehrlich, ich nutze irgendwie nie einen Flaschenöffner. Und eine Flasche kriegt man immer irgendwie auch mit einem Feuerzeug auf, mit einem Stück Holz. Das geht auch so. Von daher, er wird wahrscheinlich funktionieren, können wir jetzt hier aber nicht testen. Aber was ist natürlich eigentlich die Hauptfunktion von einem Spaten? Richtig, buddeln. So, erstmal hier so ein bisschen freigraben. Okay, das wackelt. Warum wackelt das jetzt hier? Ist das noch nicht richtig festgeschraubt? Mal richtig festziehen hier. Mal fester geht's nicht. Okay. Okay, was mir jetzt gerade auffällt ist, dass durch das Hacken und vielleicht auch so ein bisschen Hebeln und Bewegen ich den Griff löse. Ja, also man muss das ordentlich festziehen, diese drei Elemente. Und dann kann sein, dass ich die vielleicht mal ein bisschen lösen. So, jetzt löst sich hier hinten schon wieder der Griff. Ja, buddeln geht. Buddeln ist okay. Selbst wenn die Säge und das hier an der Seite richtig scharf gewesen wäre, würde man es durchs Buddeln wahrscheinlich eh wieder stumpf machen. Ich sag mal so, für so ein kleines Loch für den Spatengang wird es funktionieren. Damit ein Grubenhaus ausheben, hätte ich keine Lust. Ja, für eine kleine Feuerstelle oder so, denke ich, kann man das auf jeden Fall nutzen. Wir probieren jetzt mal den 90 Grad Winkel, wenn wir das Ganze so einspannen, ob man damit gut hacken kann und welche Seite sich besser eignet. Bisschen wackelig hier manchmal. Also das Hacken funktioniert schon mal gut mit der Schaufelseite. Und mit der Spitzhackenseite, doch, geht das auch gut. Kann man schön aufwühlen. Aber ich habe das Gefühl, dass sobald ich damit arbeite, sich irgendwas hiervon löst. Ist schon wieder locker. Und ich habe das eben richtig festgezogen. Also bei meinem Bundeswehr-Klappspaten löst sich da irgendwie nichts. Nee, die Hacke funktioniert gut. Finde ich gut. Ich würde ja sagen, dass man mit dieser kleinen, schmalen Hacke, gerade bei hartem Boden, bei Lehmboden, deutlich besser vorankommt, als bei so einer großen Schaufel. Und wenn ich das mit dem Bundeswehr-Klappspaten vergleiche, da hat man sowas ja nicht dran. Ja, doch, ist nicht schlecht. Funktioniert ganz gut, wenn sich die Griffe ja nicht ständig lockern würden. Die Frage ist, wie belastbar ist das? Wir hauen jetzt hier mal richtig das Ding hier rein. Und jetzt hebeln wir mal richtig raus. Mal richtig rein. Verbiegt sich hier irgendwas? Mache ich ins Grasbüschel? Ne, hier bricht nichts. Das Einzige, was ist, es hat wieder Spiel. Schon ist wieder locker. Das nervt. An den gummierten Griffen hat man auf jeden Fall gut Halt, also die sind top. Die haben hier so verschiedenste Riffel und sind auch für meine Hände breit genug. Für richtig große Hände könnte es ein bisschen knapp werden, aber für mich reicht's. Aufschrauben. Hier unten hatten wir ja die Pfeife drin. Ist laut, sollte wieder funktionieren. So, jetzt die große Frage. Taugt die Säge und das Messer hier was, was sich im Mittelstück befindet? Ich nehme einfach den gleichen Ast wie eben, dann haben wir einen guten Vergleichswert. Das Messer schneidet auf jeden Fall schon mal besser. Also besser als erwartet, aber es ist definitiv kein vollwertiges Messer. Also ein paar Späne kriegen wir hin, wir kriegen vielleicht mit Mühe und Not auch irgendwie eine Spitze hin. Aber Spaß macht das nicht. Ihr kennt ihn wieder, den Paracord-Test. Also wenn das ein Messer nicht schafft, dann ist es nicht wert, sich Messer zu nennen. Doch, geht durch. Machen gleich mal einen doppelten Strang. Doch,
funktioniert. Ich bin mir nicht so richtig sicher, was ich von halten soll. Es ist leicht scharf, man kann ein paar Arbeiten mitmachen, aber so richtig effektiv ist es nicht. Die Säge, bitte enttäusch mich nicht. Wir nehmen einfach die ähnliche Stelle hier daneben, dann haben wir direkt einen Vergleichswert. Schneidet besser. Man sieht wenigstens mal Späne, aber gefühlt ähnlich wie beim Messer. So ein bisschen macht's was, aber überzeugen tut's mich nicht. Es ist mehr ein Krampf. Es schneidet so ein bisschen, das in der Mitte habe ich ja dann weggebrochen, weil es mir zu nervig war. Jetzt mal realistisch gesehen, wenn ich solches Holz habe und das sägen will, das mache ich nicht. Das knacke ich direkt irgendwo durch, an einem Stamm, am Knie, sonst was, da brauche ich keine Säge für. Das heißt, eigentlich geht es ja schon um so handgelenkstarke Stücken. Das heißt, wir nehmen hier mal sowas und probieren mal, ob hier überhaupt was passiert. Ja, es passiert was. Ich denke mal, Weihnachten bin ich durch. Wir haben aktuell November. Also als Survival-Spaten werde ich damit, glaube ich, nicht überleben, sondern wahrscheinlich verhungern oder erfrieren. Also sie sägt auf jeden Fall. Es kommen Späne, aber die Sägeleistung ist halt einfach meiner Meinung nach viel zu schwach. Was will man jetzt bei dieser Sägenlänge auch erwarten? Also kann man natürlich auch nicht zu hohe Ansprüche dran haben. Ähnlich wie das Messer. Nichts Halbes, nichts Ganzes, so ein bisschen was macht's was, aber für mich nicht effektiv genug. So, und wie nutzen wir das jetzt als Speer hier angeblich, die Spitze? Zusammenschrauben. Gut, als Speer würde ich das jetzt vielleicht auch nicht gerade bezeichnen, ist ein bisschen kurz. Aber er steckt. Man könnte sich jetzt alternativ hier irgendwas mit Paracord an einen langen Stock ranbinden, schneiden, dann würde das vielleicht funktionieren. Ja, Spielerei, wenn wir ganz ehrlich sind. Ich weiß, es ergibt keinen Sinn, aber ich habe trotzdem Bock drauf. Kann man das Ding eigentlich auch als Wurfaxt, Wurfspaten benutzen? Das würde ja wiederum Spaß machen, wenn es funktioniert. Die Schippe des Todes. Na Leute, ein bisschen Spaß muss auch mal sein, ja? Ich glaub's nicht. Ich glaub's ja nicht. Also eigentlich ist das ja ein Härtetest, ne? Auch um zu gucken, wie das Material belastbar ist. Das wäre doch so schön, wenn es funktioniert. Also abkriegen will ich das Ding trotzdem nicht, ne? Mach es jetzt so lange, bis das Ding stecken bleibt. Gut, oder ich nutze meine Zeit halt einfach ein bisschen sinnvoller. Kurz und schmerzlos, wenn ihr auf der Suche nach einem Spaten seid für draußen, nutzt einen ganz normalen Klappspaten. Ist genauso teuer, deutlich effektiver, kein Firlefanz dran, größere Schaufel und ihr habt länger was davon. Geht der Scheiß hier gar nicht mehr auf, oder was? Weil hier der Gummi sich verstellt hat. Nee, oder? Na, jetzt geht's ja los hier. Zum einen die kleine Hacke finde ich wirklich gut. Dann die Möglichkeit, das wirklich nur als ganz kleine Schaufel mitzunehmen. Aber für eine kleine Klappschaufel dann doch ein bisschen zu teuer. Und die Tasche macht einen guten, robusten Eindruck. Ansonsten, Säge ist Bullshit. Diese Messer hier an der Seite sind Bullshit. Die Schaufel ist ziemlich klein von der Größe. Glasbrecher, brauche ich das, wenn ich draußen im Wald einen Spaten brauche? Nicht wirklich. Eine Pfeife, ja, ganz nettes Gimmick. Das Säge- und Messerelement, nett gemeint, aber nicht wirklich effektiv. Wer trotzdem Bock hat, einen nagelneuen Survival-Klappspaten zu gewinnen, hat jetzt folgende Aufgabe. Erstens natürlich Kanal abonnieren. Ganz gut, weil dann verpasst auch keine weiteren Videos und keine weiteren Giveaways. Zweitens, Daumen nach oben aufs Video. Und drittens, schreibt mir in die Kommentare, habt ihr einen Klappspaten in eurer Ausrüstung? Und wenn ja, wofür nutzt ihr den überhaupt? Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.